Geist und Orientierungssinn. Wo? Man hüpft einfach so schlumpfmäßig durch die Gegend, da passt es schon. Wir schlumpfen hier durch Brandenburg. Wir schlumpfen hier durch Schlumpfburg. Ist gut, ich hab kapiert. Ja, ja, ja. Was? Nein. Du musst mal, glaube ich, auf die andere Seite. Jetzt hat sie es angerufen. Irgendwo, wo ein Aufgang ist. Effekt! Nein, es ist noch mit her. Du Mistvieh. Wie komme ich jetzt hier raus? Duck Jump funktioniert hier nicht. Oh nein! Wir haben heute schon wieder einen neuen Gastkommentator. Immer wieder. Immer wieder schön. Immer wieder kein Gast. Vor allem, dass der immer nur ein Rohr auf einmal tragen kann. Dass er durch seine Hand und das Rohr rennt. Ich krieg das Rohr nicht mehr wieder. So. Oh, Lappen, da kann sich irgendwo durchquetschen. Nein. Nein. Ich kann nicht. Ich bin Daniel, ich kann das nie. Ich muss das nicht können. Ja, ich bin ist gut draußen. In Panik kriegen. Mann, ey. Man sagt zwar immer, Mann, wie viele Leichen muss der im Keller haben, aber hier ist mir das ein bisschen zu real. Also, so für ein Spiel. Die hat die Tür zugemacht. Die hat die Tür zugemacht. Siehst du, es ist Amy. Es ist nicht Amy. Hat doch nur einen Kopf. Das ist Britney. Das ist Amy. Es hat doch einen Kopf. Es hat so ein komisches Ding als Arm. Das ist Amy, Britney. Britney hat einen Kopf, die hat nur kein Gesicht. Was war das? Jemand hat die Klospülung betätigt. Wahrscheinlich. Das kennen wir doch alle schon. Tote Leichen. Hey, Amy! Oh. What's wrong, Amy? Amy, du sahst auch schon mal besser. Ich kann dich doch irgendwie drehen. Oh, es ist schwer. Amy ist schwer, warte mal. Ist nur die Frage, ob Britney jetzt hier rumrennt. Ja! Britney rennt da rum. Oh, Bitch. Ich hoffe nur, Britney kommt. Mein Milchkibbel. Komm. Sie ist nicht hier, also gehe ich schnell. Britney. Alter. Scheiße. No. No. Rennen ist das Einzige, was du hier tun kannst, glaube ich echt. Oh nice. Ich freue mich, dass du so viele Kekse hast. Vor allem, die weißt, wir reden wieder gar nicht wieder. Ach ja, wirklich, ist das so? Ach, das ist ja sehr interessant. Mensch, du erzähl mir doch noch mehr darüber. Ich möchte unbedingt wissen, wie man alle 163 Pokémon schwenkt. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterraum verteilt. Alles klar, das klingt nach Spaß. Hä? Wow, Bug! Es ist ein Bug im Spiel und du bist aus dem Spiel gefallen. Guck mal nach oben, schnell, guck mal nach oben! Da, du fällst! Nein! Du fällst aus dem Spiel! Du hast das Spiel kaputt gemacht. Du bist aus dem Spiel gefallen. Sehr gut. Lauf! Lauf! Wohin denn? Ins Licht! Oh nein! Das Nichts hat Phantasien gelassen. Sie ist aus dem Spiel gestürzt. Ich bin aus dem Spiel. Du bist die Erste, die aus dem Spiel fällt.
Aber Gott sei Dank bin ich wieder hier. Aber jetzt muss ich mir den ganzen Scheiß mit Agrippa wieder anhören. Ja. Ja, ich bin's. Wer sonst? Ja. Boah, wir werfen mit irgendwas. Ja, warte. Ist gute Idee. Das muss jetzt sein. Ja. Das interessiert ihn gar nicht. Ich kann ihn aber zubauen. Ich glaube, du brauchst ihn noch. Ja, aber er ist sowieso hässlich. Geh einfach hinter den Kisten verschütt. Boah, dann gehe ich lieber zu Amy, als dass ich mir von dem noch weiterhin Ohr abquatschen lasse, ey. Eine dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schlickte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Du findest das natürlich lustig. So ich muss immer über dieses Gegrunzel lachen. Hey, die Tür lebt wieder. Mache mich ständig darauf aufmerksam. Dennoch bin ich Gott dankbar dafür, dass er uns diese Monster geschickt, denn sie werden mir als Instrument zu meiner Gattung geben. Wie du das gerade betont hast. Dennoch bin ich Gott. Ich versuche, die verschiedenen Werkzeuge in der Folterkammer genauer zu studieren. Ich hasse es. Diese Brücke birgt für mich viele Gefahren. Ja, zum Beispiel runterfallen und runtergucken und Amy. Ja, nicht zu vergessen, Amy. Und nicht zuletzt Amy, habe ich schon Amy erwähnt. Nicht pflanzenreich, oder? Nicht? Es ist aber ähnlich pflanzenreichig. Ähnlich pflanzenreich. Stuhl. Da ist pflanzenreich. Na Gott sei Dank, ich hatte schon Angst, wir hätten nicht 10 Ausgaben pflanzenreich hier. Kannst du ihn abschubsen? Anschubsen? Anschubsen? Baumelt? Er baumelt sowieso. Er baumelt sowieso. Ja, so ein bisschen mehr. Ja. Spaß haben. Yay! Hui! Hey. Schubst mich an! Ein bisschen makaber, aber hey! Schön, voll die da anscheinend so mit dem Kopf gegen rennt. Ja, so ohne. Altarraum, Haupthalle. Ja, wenn ich hier anpacke, dann passiert was. Nom nom. Das ist doch die Jungfrau. Nein, es sind doch auf der linken und rechten Seite sind jeweils zwei Stück. Hier? Da waren die eine, da waren wir in der anderen Wand aber noch nicht. Da war man. Der wird langsam hier ein bisschen piesig. Das ist echt ein Orientierungsgewinn. Was meint sie denn? Da waren wir. Was meint ihr denn? Eins weiter. Ja, genau, da. Für nichts. Doch, Laudano. Hopp dich hin, so. Genau. Ihr seid ja pervers, ey. Jetzt können wir noch mal eine Runde des Ratatschen. Attatschen. Was fehlt denn noch? Oh, toll. Yay. Hey! Wählen Sie das Glücksrad. Welches ist Ihre Nummer? Schön. Damit ihm auch schön schlecht wird und so, ne? Ja, so Kopf über, you know. Oh, guck, da ist der Hammer. Da ist der Hammer. Spielen wir erstmal nach. Gut. Da möchte ich auch nicht drauf gesetzt werden, du? Nein, davon gibt es kein Bild. Aber es gibt von allem Bilder im Internet, falls du es dir unbedingt angucken möchtest. Es gibt sogar ein Fanart dazu. Echt? Ja, auf der Welt Art. Man sieht so Beine und diese Pyramide, ne? Und Daniel und Alex davor stehen und so, ne? Es gibt voll viel Amnesia-Slash. Da ist ein Seil. Schnur. Sehr schön. Wunderlampe! Ist da nicht noch mehr? Reib sie. Ich kann sie nur am Teppich rein. Oh, wir müssen gucken, ob wir pflanzen. Da ist Pflanzen. Oh, alles klar, gut. Da, hier. Ist ein seltenes Buch. Liegt da noch mehr irgendwo? So. Nein. Ja! Okay. Ja, Messer und Orientierungsnachricht. Er lebt in einem Zwergenhaus, versteckt im tiefen Wald.
Er hilft, wo er nur kann, dieser kleine Zwergenmann. Drum ist David der Klauter unser bester Freund. Und das hat er jetzt nicht so hingekriegt, ohne so ein scheiß Seil? Er hätte sich ja eingesaut. Weißt du, er ist in der Abwasserkanalisation rumgetont, aber oh mein Gott, ich pack doch kein Blut an, nachdem ich hier 3 Milliarden Leute gefoltert habe. Vorhin, was mache ich jetzt damit? Da ist ja die dicke Flüssigkeit, die sich auf seine Zunge verteilt. Wo du so schön angefangen hast zu lachen, wo ich immer wieder stolz bin, dass wir das jetzt auf Video haben. Genau das. Oh. Das ist toll, ne? Also da haben wir ja die ganzen Folterräume durch. Das war einmal dieser Spitzstuhl, die Durchsäge-Dingsbums und das Pfannrad. Das Pfannrad? Ja, Entschuldigung. Okay. Und dann mal los. Go, Daniel! Go, Daniel! Okay. Wo sind wir denn? Ich weiß nicht, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal das Labor. Es rührt sich nicht. Ich hasse Türen, die sich nicht rühren. Oh, Agrippa, wo ist dieses dämliche Labor? Agrippa. Wir haben ein Buch von Agrippa gefunden. In Huntingground. Die ganze Wand voll Bücher von Agrippa. Oh, scheiße, ja, stimmt. Wann hat er die geschrieben? Ja, wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich diktiert. Und jemand anders hat geschrieben. Ich weiß nicht, hier ist das Labor, aber da kommt man nicht rein. Meine Güte, jeder normale Mensch würde das Ding schon irgendwie aufgehebelt kriegen. Guck mal, wir brauchen ein Brecheisen. Das Brecheisen ist ja kaputt gegangen. Schlechtes Material, du. Warum kann er nicht einfach mal hier liegt eine Säge, ja? Hier liegt eine Säge. Aber können wir damit die Latten kaputt sägen? Nein, wir können das nicht. Die Latten stecken in den Latten. Hey. Auf, fick dich. Da ist auch eine Fackel. Könnt ihr damit die Tür niederbrennen? Nein, können wir nicht. Ich glaube, ihr wart mal oben. Ich glaube, das habe ich sogar mal miterlebt. Ich dachte, jetzt fällt sich die Treppe runter. Die Steuerung ist ein bisschen häufig gerade. Ja, die Steuerung. Das kann jeder sagen. Ups, ja. Also ein Schwachsinn kommt von hier. Guck mal, wie das aussieht. Warte mal. Das ist ja mega mindfuckig. Von dem, wie schneller da die Treppe runterbrennt. Boah! Ja, wird mir ja kurz übel von. Okay. An diesem Tag starb Edmund nie. An Tagen wie diesem. Als eben das Pokémon durch die Lappen ging, das er unbedingt wollte. Ja. Jetzt gehen wir geradezu auf die Tür da hinten. Musste er sich mit einem frechen Pikachu begnügen. Ja. Dann wird mein Pokémon eben. Shiggy hat schon einen anderen Trainer geholt. Dann wird mein Pokémon eben. Shiggy! Shiggy hat schon einen anderen Trainer gewählt. Kein Problem, dann wird mein Pokémon eben Shiggy! Shiggy! Nein, sein Pokémon ist Lampi, die Öllampe. Lampam. Ja. Das ist das Ikea-Pokémon. Ich hab mal irgend so ein Bild gesehen halt von ihm mit so einem Pokémon, was halt leuchten kann. Ja, da gibt's ja auch einige von. Ja. Was ist das Labor? Wir wissen, wo das Labor ist. Wir wissen nur nicht, wie wir reinkommen. Wir kommen ins Labor. Ach, dann ignorieren wir einfach Agrippa. Oder willst du ihm unbedingt seinen Kopf mitnehmen? Ach, eigentlich ist mir Agrippa vollkommen egal. Stimmt eigentlich, wieso? Wo ist das denn? Das ist der Schulter da reinhängt. Ich wollte eigentlich nett sein. Wer wird die Nase voll machen? Fall nicht wieder aus dem Spiel. Na, ich geb mir Mühe. Alter! Oh mein Gott, könnte es dort sein? Das werden wir sehen. In der nächsten Episode.